Wir sind jetzt mit dem Thema Rechtschreibung und Grammatik durch. Endlich bin ich froh. Morgen schreiben wir dann dazu einen Test. Oh je, Frau Wiesel, das können Sie doch nicht machen. Ich schreibe nach jedem Thema einen Test. Ich brauche schließlich ein paar Noten von euch. Oh, der Test wird sicher richtig schlecht ausfallen. Mir liegt das Thema gar nicht. Mir liegt Deutsch generell nicht. Wenn du willst, kann ich mit dir zusammen lernen. Du willst mir Nachhilfe geben? Das würdest du machen? Warum nicht? Ich habe das Thema, glaube ich, ganz gut verstanden. Cool, wann treffen wir uns? Nach dem Mittagessen bei mir. Okay, bis dann. Das ist Malte, ich mach auf. Hallo. Hallo, komm rein. Hallo, Malte. Hallo. Ich finde das super, dass ihr zusammen lernt. Ja, mal schauen, ob es auch was bringt. Ich bin so schlecht in Rechtschreibung und Grammatik. Ein Versuch ist es immer wert. Gehen wir hoch. Hallo, Anna. Hallo. Und, ist Hiro schon eingezogen? Nein, bis jetzt noch nicht, aber es sind ständig Handwerker da. Willst du dich vielleicht auf die Matten setzen? Okay. Hast du deine Deutschsachen gar nicht dabei? Nein, warum? Du hast das Heft ja auch. Und deine Schrift kann man sicher besser lesen als meine. Na gut, kann ich mich neben dich setzen? Hm? Also ich glaube, wir müssen mit diesem Blatt anfangen. Was macht ihr? Wir müssen lernen, Anna. Du kannst jetzt nicht hier rumspazieren. Das stört. Ach, Menno. So, schauen wir mal. Was haben wir denn als erstes gemacht? Lena! Was ist denn jetzt schon wieder, Anna? Darf ich vielleicht deinen Schulranzen ausleihen? Von mir aus. Danke. Komm, Pippi, wir gehen zur Schule. Hast du damals im Kindergarten auch immer Schule gespielt? Garantiert nicht. Also, es geht los mit den Nomen. Darf ich auch mitlernen? Das macht sicher Spaß. Mir ist nämlich langweilig. Du willst freiwillig Grammatik lernen? Ja, ich spiele gern Schule. Und Pippi auch, sie kann neben mir sitzen. Willst du nicht lieber in deinem Zimmer Schule spielen? Nein, ich kann mir doch nicht selbst was beibringen. Außerdem habe ich was für die große Pause dabei. Hm, lecker. Gibst du mir nachher auch was ab? Wenn ihr mich mitspielen lasst, dann gebe ich euch was ab. Das ist Erpressung, Anna. Aber na gut, du kannst mitmachen. Du bist aber schön ruhig und quatsch nicht dazwischen, okay? In der Schule muss man sich benehmen. Ja, mach ich. So, Pippi, setz dich neben mich und pass gut auf. Nomen sind Gegenstände, Personen und alles, vor das man der, die oder das setzen kann. Man schreibt sie immer groß. Beispiele, Walte? Der Baum, das Haus. Ja? Die Puppe. Gut, Anna. Und eben auch noch andere Wörter, die auf Heitkeit, Nist, Schaft, Tum oder Ung enden. Was? Die ich kann's mir nicht merken, Kalt. So ein Quatsch, Malte. Dann eben die ich kann's mir nicht merken. Das Wort gibt's doch nicht. Bei mir schon. Vielleicht passt zu dir besser die Vergesslichkeit, die Faulheit und zu dir die Frechheit. Ich soll hier ruhig sitzen und mich benehmen und was macht ihr? Stimmt, setz dich, Malte. Das lerne ich nie. Nur nicht aufgeben. Für manches braucht man nur mehr Zeit. Machen wir weiter. Die Verben. Zu den Verben gehört alles, was man tut. Also zum Beispiel aufstehen, hüpfen, tanzen, herumschwingen, klettern, rausschauen. Oh, ich glaube, Hiro zieht heute um. Da steht ein Umzugslaster. Oh toll, dann wohnt Hilda ja bald da. Vielleicht bekommt sie ja sogar das Zimmer genau gegenüber von meinem. Das wäre total cool. Ja, sie fangen an, Möbel auszuladen. Komm, wir lernen noch schnell weiter. Vielleicht können wir nachher noch rausgehen. Okay. Und dann gibt es also noch die Adjektive. Die beschreiben, wie etwas oder jemand ist. Die schreibt man auch immer klein. Also zum Beispiel blond. Ja, oder lustig. Schlau. Sportlich. Hübsch. Oh, verliebt. Doof. Gemein. Klein. Beleidigt. Ich spiele nicht mehr mit. Pippi und ich haben sowieso schon alles kapiert. Echt? Dann kannst du doch morgen für mich den Test schreiben. Würde ich schon, aber ich kann noch gar nicht schreiben. Oh Mist. Wollen wir vielleicht mal große Pause machen? Du hast da doch noch was zu essen dabei. Ja, hier. Hm, danke. Bekomme ich auch was? Erst beleidigst du mich und dann willst du wieder was abhaben? Tut mir leid, war nicht so gemeint.
Außerdem hast du das sicher nicht gekauft, sondern Mama, stimmt's? Okay, du darfst auch was abhaben. Immerhin habe ich auch ein bisschen was gelernt und mir war nicht langweilig. Aber ich gehe jetzt trotzdem in mein Zimmer und beobachte, wie Hilda einzieht. Oh, es sieht so aus, als hätte Hiro da drüben sein Zimmer. Hallo! Hallo! Hallo. Ich glaube, ich habe das jetzt alles wirklich verstanden. Toll, das freut mich. Wenn ich dir auch mal bei irgendwas helfen kann, dann gib Bescheid. Ja, ich hätte eine Idee. Du kannst total gut Skateboard fahren. Kannst du mir das vielleicht auch beibringen? Klar, total gerne. Sollen wir gleich starten? Okay. Mama, wir sind fertig mit Lernen. Wir gehen jetzt raus Skateboard fahren. Ist gut, viel Spaß. Was möchtest du denn lernen? Ich kann nicht so gut Kurven fahren. Da musst du das Gewicht verlagern, entweder auf die Zehenspitzen oder nach hinten auf die Fersen. Wow! Das lerne ich nie. Natürlich, nur nicht aufgeben. Für manches braucht man nur mehr Zeit, oder? Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch die Geschichte gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!